Was geht ab, Elite? Zeus hier zu einem kleinen Let's Play von Happy Wheels. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. Ihr habt mir weitere Levels zugeschickt. Und, wir werden Zeus zockt spielen und Hologramm. Beides. Eins ist wieder von Jagger, 1224, ich glaube. Achso, nee, das haben wir letztens gespielt. Wir spielen Hologramm und Big Mix. Jetzt habe ich es wieder. Vom Andy, 123. Der gute Mann hat mir schon ewig viele Level zugeschickt. Hier unten ist noch eins, da oben ist wieder eins. Also, ein sehr, sehr guter Mann. Und wir spielen jetzt Hologramm. Willkommen in unserem Labor... Testlabor. Sie sind herzlich eingeladen, bei unserem Experiment mitzumachen. Sie kommen dabei auch nicht zu Schaden. Nicht, dass man Klammern gesetzt. Das hört sich doch sehr, sehr überraschend an. Die Bewertung ist nicht schlecht. Wir gucken einfach mal rein. Wahrscheinlich kommt jetzt der größte Abfuck. Es geht los. Hologramm steht da. Das Level bewegt sich nach oben langsam. Egal. Wir fahren drauf los. Hallo, ich bin zurück. Freust du dich schon auf die nächste auf die nächsten Aufgaben? Natürlich. Oh, oh. Tipp. Tipp, damit es... damit es anläuft. Aha. Okay, ich muss jetzt durch den Zeitpunkt abspringen. Ich würde sagen, ich springe jetzt. Oh, 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 oh. Yes, Alter, Leute. Das ist Jump'n'Run. In sowas bin ich gut geübt. Aber was ist das hier? Bricht es jetzt runter? Ich spring mal drüber. Ja, schon hast du es geschafft. 98% der Testsubjekte hätten das viel schneller hinbekommen. Hey, das erinnert mich gerade voll am Portal, gell? Warnung, defekte Maschinen. Oh nein. Oh oh, oh oh. Was ist das? Oh oh, nein, nein. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja! Oh nein! Wir probieren es ein weiteres Mal noch. Achso, meine SCST-Karte, meine Escape-Taste geht ja immer noch nicht. Weil das Level ist ziemlich geil. Also der Andy, der hat das schon drauf, gell? Das muss man ihm lassen. Der hat das schon... Nein. Es ist doch, hat doch so gut geklappt beim ersten Mal. Vielleicht mache ich wieder so auf gut Glück. Letztes Mal, dass ich gar nicht so viel nachdenke, sondern einfach drauf losfahre. Das sieht man schon. Da kommt nichts Gutes dabei raus. Boah, gefährlich. Und hoppala! Meine Füße sind da, sind weg. Meine Füße sind kaputt. Aber ich brauche keine Füße. Das merken wir ganz schnell. Ach, verdammte Scheiße. Oh, oh nein. Oh, oh, oh. Nein. Nein, 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 nein. Oh. Wie war das vorhin voll der Glücksfall? Wir probieren es aber ein weiteres Mal noch. Und dieses Mal wird das letzte Mal sein. Wenn Zeus so dumm ist für das Level, dann wird das nichts. Oh, oh. Oh Scheiße. Okay. Ui, 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 ui. Ah, verdammte Kacke. Meine Sehne ist weg. Egal. Gut, ich glaube, jetzt kann ich hier viel besser durch, da ja... Nein. Okay. Ein letztes Mal noch, okay? Ein allerletztes Mal noch, Leute. Ich würde mich gern gucken, wie ich weiterkomme. Ansonsten rate ich euch einfach mal selber, Happy Wheels, einfach mal zu googeln, drauf zu gehen, das Level, wie hieß es nochmal, Zeus zockt Hologramm zu suchen und es selber mal zu probieren. Vielleicht kann es auch jemand schaffen, dann könnt ihr mir ja auch ein Gameplay... Verdammte Kacke! Aber irgendwie macht das Level auch Spaß. Einmal noch, okay? Okay, das allerletzte Mal. Dann könnt ihr mir auch so ein Gameplay davon schicken, dann kann ich es ja auch mal in der nächsten Zeus-Zock-Folge einblenden. Und sozusagen die Top-Zeit kann ich dann reinhauen. Wie wäre das? Wäre eine gute Idee, oder? Machen wir das so. Ich bin gerade irgendwie viel zu unkonzentriert. Wir nehmen lieber das nächste Level, nämlich Big Mix. Oh oh, nur ein Stern Bewertung. Hey Zio und andere, da das erste Level von mir gut fandest, dachte ich, ich mache noch eins. Es ist zu 50% ein Don't Move. Ah, zu 50% aber nur. Viel Spaß und würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ja, schau mal. Also, sieht sehr hart aus, aber haben auch schon ganz schön viele angezockt. Wir probieren es einfach mal. Das ist tatsächlich ein wenig hirnrissig. Moment, ich mache mal den Ton leiser, nicht, dass euch die Ohren jetzt um die Ohren fliegt. Was geht jetzt hier? Ist einfach nur rückwärts fahren oder was? Moment. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hä? Interessant. Moment, ich probier's mal ganz kurz. Hä? Alter, was geht hier ab? Alter, was geht hier ab? Ach, da unten sind so Ventilatoren. Das ist ja scheiße. Moment, ich probier mal, ob ich jetzt hier höher komme. Ja, komm schon. Komm schon.
Aber da hinten, also da teilt sich natürlich die Glasscheiben durch, weil da wäre auch das Ziel gewesen. Jetzt gucken wir mal, ob wir... Interessant, interessant. Wow! Alter Schwede. Ich glaube, die... Ah, schade. Oh! Alter Schwede! Ich glaube, die eine Stellebewertung war, ist nur dann falsch. Alter, was passiert hier? Wo fliege ich jetzt hin? Okay. Und jetzt gehen wir von vorne los. Ich mach mal noch jetzt nochmal. Ein Restart nochmal. Ich glaube, das Problem ist, viele dachten nicht, man muss einfach mit Vollspeed gegen die Scheiben und ins Ziel. Aber eben, das geht nicht, Leute. Ihr müsst hier zurück, rückwärts fahren. Und dann einfach gucken, dass ihr dann reinkommt in dieses, in diese... Hier rein, genau. Und es geht ab. Shit. Ich mach mal kurz nochmal. Ich glaube, das Level ist mich gar nicht so beschissen. Also, nichts gegen einer Stelle. Aber es ist halt, ich glaube, wenn man es gerade so spielt, also die Bowser-Bild, gell? Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Wenn man es das erste Mal spielt und auf, Vorsicht, 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 ich will jetzt nicht aufgespießt werden. Jo! Alter Schwede. Eieiei, jetzt mal die Maus aus dem Bild raus. Eieiei, und schon bin ich wieder tot. Ja, aber es ist halt irgendwie, ich weiß es gerade gar nicht, wie man es schaffen soll. Das Level ist irgendwie viel zu strange. Oh, jetzt falle ich runter, gell? Das war's. Oh, nein. Okay, dann würde ich sagen, war's das mit dieser Folge. Ihr könnt es ja mal probieren. Ich bin nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Es ist irgendwie geil, aber auch irgendwie komisch. Es ist so beides irgendwie. Ich überlege mal, ob ich bis zur nächsten Folge mal was dazu sagen kann. Am 16. zugeschickt. Oh, das ist schon ein bisschen länger. Also können die Leute sich freuen, wenn es endlich hochgeladen wird. Okay, dann lasst eine Bewertung da. Schreibt mal ein schönes Kommentar. Ich trinke jetzt noch einen Schluck von meinem Energy Drink. Und ihr macht einen Abgang. Ja.